Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil, Übergang, Merkur von der Waage in den Skorpion. Ja, ich muss mich leider outen, der dritte Teil hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Ich gebe es zu, ich habe geheizt. Ja. Ich gebe es zu, ich gestehe freiwillig. Ja. Ich gestehe freiwillig und es gibt schon unschöne Szenen in Lokalen, ja, wo sich Gäste beschweren, so, da wird geheizt. Hier wird geheizt. Ja, das kann nicht sein. Und hier steht, die Kellnerin verteidigte sich damit, ja, also verteidigte sie, dass sonst ja niemand in ihr Lokal komme. Also das sind blöde Ausreden. Mit solchen blöden Ausreden braucht es gar nicht daherkommen. So schaut's aus. Ich komme nicht in ein Lokal, dass ich mich aufwärme, sondern dass ich was esse. So schaut's aus. Aber ich glaube, da gibt es ja auch Arbeitnehmerschutzbestimmungen. Früher gab es einmal sowas, aber das ist alles heute obsolet. Heute muss man sich schämen und genieren. Man gibt schon stolz darauf an, ja, im Februar, wenn die Leute sagen, ja, ich habe den ganzen Winter nicht geheizt, also ich friere zwar, aber ich habe es geschafft. Ja, richtig, es muss gespart werden, wo nur kann, aber unsere Genies sind überall auf der Welt unterwegs. Also auf unsere Kosten ist ihnen keine Reise in die Welt zu weit. Ich schaue nochmal, wir haben da, wo ist diese, da gibt es eine geniale Schlagzeile, die habe ich beinahe habe ich, es ist schon, ich habe schon zu viele Karten hier oben. Das hatten wir schon, also hier wird zugegeben, es gibt, ja, Fristgenossen, die Speicher sind zu über 100% gefüllt. Ja, es ist, da wird einfach mit mehr Druck hineingeblasen. Hier wird wesentlich mehr Druck eingeblasen und da kommt dann einfach ein Wunder zustande, dass die Speicher voller sind, als man sich das wünschen kann. Erst das gibt's ja nicht. Wo ist nur diese Schlagzeile? Wo ist nur diese Schlagzeile? Ich habe hier in der Zwischenzeit auch hier. In Wien hat es einen Blackout in einem Bezirk gegeben, aber keine Angst, das ist nur Probelauf. Also das ist nur, ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber das ist ja spannend. Diese Schlagzeile hat sich mir entzogen. Gut, egal. Wir haben hier den Übergang, den diskreten Übergang ins fünfte Haus. Hier geht es um, naja, Kreativität, aber auch darum, Herrscher von 4 in 5 eingeschlossen. Die Bevölkerung sehnt sich wieder danach sozusagen nach Wohlstand, nach Besuch im Lieblingslokal, jetzt haben sie doch alle Bedingungen erfüllt, sie haben sich doch therapieren lassen, sie haben alles mit sich machen lassen, dass sie endlich in ihr Lieblingslokal gehen können. Und was ist? Geschlossen. Ihr Lieblingslokal hat die Pforten für immer geschlossen. Heizkosten. Heißt, alles unerschwinglich geworden. Und wir sehen auch den Herrscher von 1 und das zweite Haus, ja, Herrscherin, Mond im Steinbock im 6. Haus. Das klingt hart, das klingt gut durchgekühlt, gut erfrischt. Und bedeutet, dass es im ganzen Land ebenso wie dem Finanzsystem hervorragend geht. 6. Haus, also das ist das Haus der Krankheiten. Und natürlich Mond im Steinbock zeigt uns auch, dass es hart zugeht. Also das heißt, hier haben wir, naja, es, mit Ängsten, also die Heimat möchte sich seelisch nicht öffnen. Na, Mond im Steinbock steht natürlich für Härten, für, naja, Disziplin. Und wie sagt man, dass man auch, einerseits distanziert ist, andererseits cool ist, aber dass man auch hier leidensbereit ist. Also das heißt, ich sehe hier einen wunderschönen Spiegelpunkt und mit einem Grad Abweichung, würde ich sagen, können wir hier sogar eine Halbsumme erkennen. Und zwar zwischen Mond, Pluto und Deszendent, der natürlich dann hier als Aszendent gewertet wird. Und hier steht dann, auf Umwelteinflüsse heftig reagieren, die Umwelt durch das eigene Verhalten beunruhigen. Viel Aufregung kann ja gar nicht sein. Ich habe auf Bloomberg nachgeschaut und hier steht, stolze Schlagzeile, German Recession delayed as economy unexpectedly grows. Also unglaublich, die Rezession macht eine Pause, mach mal wieder Pause, wie der Eddie Constantin gesungen hätte. Und ja, also es ist alles eigentlich nicht wahr. Es handelt sich überall um einen riesengroßen Irrtum. Und wie geht's hier weiter? Wir sehen hier, im 10. Haus herrscht, Spitze 10. Haus in den Fischen, Herrscher von 10 in 10, Neptun rückläufig, großer Idealismus, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Und naja, also wie gesagt, man hofft und während sozusagen die einen hoffen und wünschen, schaffen die anderen von der anderen Seite des großen Ozeans
Realitäten. Also das heißt, hier werden jetzt Energieversorger angegriffen, aber ich vermute, wir haben so gute Verbündete, die würden so etwas natürlich niemals machen und der Verdacht fällt natürlich auf sie als allerletzte. Also das können wir gleich von Haus aus ausschließen. Aber interessanterweise, in der Ferne, dort gehen die Sterne auch schon unter. Saturn als Herrscher des 7. und noch des 8. Hauses geht sich gerade aus. Spitze 8. Haus auf 29 Grad 16 im Steinbock. Ja. Und naja, also hier könnte man sagen, internationale Verträge, die zu Ende gehen, betreffen jetzt Spitze 9. Haus das ferne Ausland. Also das heißt, denen geht es auch nicht mehr gut. Und dass es ihnen nicht so ganz gut gehen kann, wissen wir ja, weil sie jetzt in die Adria aufgekreuzt sind, aufgefahren sind mit ihren großen Schiffen. Wunderbare Schiffe. Man würde, glaube ich, militärisch von lohnenden Zielen sprechen, aber wie gesagt, das sind nur boshafte Behauptungen. Ja, also das darf ja nicht wahr sein. Ich suche und suche und suche und diese, ja endlich habe ich sie gefunden. Verzeihung, auf unsere Kosten, also es wurden weder Kosten noch Mühen gescheut, da wurden Zehntausende Liter Kerosin verflogen und es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Ein Schiff wurde aufgetrieben, aber dieses Schiff kann nicht entladen werden. Jetzt haben sie halt Leute hingeschickt, die mit dem Plastiksackerl sozusagen das Schiff entladen sollen, aber nur in Haushaltsmengen. Also das heißt, es wird kreative Lösungen geben. Und wir wissen auch unser absolutes Genie, unser Dubai. Ja, unser Abu Dhabi-Kordl. Der Abu Dhabi-Kordl hat, also ich bringe jetzt persönlich nach jedem Staatsbesuch einen Sack mit Flüssiggas mit nach Hause. Kordl, du bist ein Wahnsinn. Wenn wir das zusammenrechnen, du müsstest ungefähr 200.000 Auslandsbesuche im Jahr machen, dass sich das mit dem Plastiksackerl dann rentiert. Also großartige Denker. Hier in schweren Stunden werden Genies geboren und sie outen sich. Es ist unheimlich, es ist fast schon Tränen. Rührseligst. Wir haben hier einen Spiegelpunkt zwischen Merkur, der frisch in den Skorpion getreten ist, und dem rückläufigen Jupiter, der Ende Fische ist. Ja, also das heißt, hier haben wir einen Spiegelpunkt, kein Trigon. Trigon wäre hier oder da. Und das heißt, hier kommt es dann natürlich jetzt auch zu einer etwas prekären Situation. Denn Jupiter ist der Herrscher des 6. Hauses. Im 10. Haus, und wir ahnen wieder, weil Merkur ist ja, steht für die Bevölkerung, und als Herrschaft des 12. Hauses kann man sagen, die getäuschte Bevölkerung, wenn ich es jetzt sehr negativ sehe, ja, ich weiß, es ist sehr negativ, die getäuschte Bevölkerung, und hier will doch glatt die Stadt Sebatenriege noch einmal einen auf Schlüsseldienst machen, also sozusagen Sperrstunde ist, man möchte wieder, ja, es ist ja nur zu unserem Besten. Bitte, das muss man auch immer wieder bedenken, die Leute vergessen das, ja. Sie meinen es nur gut mit uns, sie wollen wirklich nur unser Bestes. Böse Zungen behaupten, ja, die wollen ja nicht haben, dass wir auf die Straßen gehen, die wollen uns ja nur loswerden, das stimmt alles nicht. Das sind alles nur bösartige Verschwörungstheorien, es geht wirklich darum, wir sollen zu Hause bleiben, die Körperwärme sparen und nicht draußen in der Kälte vergeuden. Das bringt ja nichts. Ja? Also das heißt, hier wird wirklich maximale Rücksicht auf die Bevölkerung genommen. Und ich glaube, das ist eine sehr positive Entwicklung und auch eine durchaus positive Entwicklung. Sehen wir Herrscher von 11 im 12. Haus, der Mars, sozusagen die verbündeten Staaten. Mars ist ja leider schon aus den Regalen genommen worden, aber trotzdem, hier ist noch ein Schatten von Mars im 12. Haus, der von diesem Horoskop aus gesehen, am nächsten Tag, also von heute aus gesehen, in 2 Tagen wird er rückläufig werden, da wird der Mars noch schwächer werden, als er ohnehin schon ist, aber er ist halt durch das Neptun-Quadrat noch weiter geschwächt, die Ideologie. Die Ideologien sind so wichtig, dass man eben auf die Befindlichkeiten von verbündeten Staaten und Alliierten keine Rücksicht nehmen kann. Die Ideologie ist alles, ja. Oder Ideologie, ich weiß, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, Ideologie, irgend so etwas in dieser Richtung, wird es dann sehr wahrscheinlich schon sein. Und was ich im zweiten Teil versprochen habe, das Mysterium zwischen Sonne und Venus, habe ich ein bisschen hinausgezögert. Ich muss um Vergebung bitten, weil ich habe hier nach dem einzigen organisierten Schiff gesucht, welches leider nicht entladen werden kann. Diese Schiffssuche hat halt leider sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Ich schaue nochmal, aber hier wieder eine sehr, sehr
positive Nachricht. Verwirrung überall, keiner weiß mehr, was hier geschehen soll. Es bleibt nur noch wenige Zeit bis zum 8.11. Und ich fürchte, sie werden sozusagen, wie heißt das, eine, übersetzt, glaube ich, heißt das falsche Flagge, glaube ich, oder so irgendwie. Da wird man doch, da wird ihnen doch was einfallen, oder? Der mediale Weg wurde ja schon lange ausreichend genug vorbereitet und irgendein falsches Flaggerl wird ihnen ja sozusagen, wie heißt das, wird ihnen doch hoffentlich einfallen. Also das heißt, wenn sie schon, wenn sie schon mal da sind, na bitte, wenn sie schon mal da sind, in Rumänien ist ja schon eine, glaube ich, Luftlandebrigade ist ja schon dort und Flugzeugträger haben wir auch schon da, also großartige Entwicklung, wunderbar, eigentlich Diego Garcia braucht fast niemand mehr. Also ganz interessant, was hier an wunderbaren, hervorragenden Entwicklungen läuft und alles nur wegen dem 8.11., dabei ist doch für uns der 11.11., der Faschingsbeginn, der wesentlich wichtigere Termin. Weiter zum vierten und letzten Teil. Ende.